Regina Sarah Ryan wird 1945 in New York City geboren. Schon in jungen Jahren taucht sie in die Herzenslehre der christlichen Mystik ein. In den 60er Jahren tritt sie in ein römisch-katholisches Kloster ein und lebt das Leben einer Nonne. In den frühen 70er Jahren verlässt sie das Kloster. Mit der Sehnsucht nach Gott im Herzen beginnt Regina mit der Erforschung und dem Studium anderer religiöser Traditionen. Sie empfindet einen tiefen Respekt gegenüber spirituellen Praktiken, die Schönheit, Mitgefühl, Hingabe, Liebe, Dankbarkeit, Frieden und authentische Lehre offenbaren. Besonders inspiriert ist sie vom Leben großer Frauen im Hinduismus, Christentum, Judentum, Buddhismus und Sufismus, die ihren Lebenssinn darin erlebten, sich Gott und anderen vollkommen zu widmen. In ihren Büchern »Die erwachte Frau« Band 1 und 2 erzählt sie die Geschichten von 24 solcher bemerkenswerten Frauen. Im Jahr 1984 begegnete sie ihrem letzten und wesentlichsten spirituellen Lehrer, dem westlichen Baulmeister Lee Losevic. Die folgende 35-jährige persönliche Arbeit mit Lee prägen nachhaltig ihr Leben. Regina verfolgt den Weg der schamlosen Hingabe, wie sie ihn nennt, und arbeitet daran, ihr Leben der Kontemplation in die Tat umzusetzen. Sie arbeitet als Autorin und freiberufliche Redakteurin, leitet Retreats und Workshops in den USA, Kanada und Europa, in denen sie die Teilnehmer ermutigt, sich an die Liebe und Sehnsucht ihres Herzens zu erinnern, darüber zu schreiben und diese zu feiern. Sie selbst lebt ihre Hingabe auf eine unaufgeregte, ehrliche und natürliche Weise und radikal im Sinne von »Even my failure to love you, God, is yours. Selbst mein Unvermögen, dich zu lieben, ist dein, Gott.« Regina Sarah Ryan lebt im Triveni Ashram in der Hochwüste von Arizona, einem der drei spirituellen Orte, die von ihrem Lehrer Lee gegründet wurden, welche der Kontemplation, des hingebungsvollen Rituals, des Gesangs und des Studiums im Rahmen einer spirituellen Gemeinschaft gewidmet ist. Dieses Buch führt das Beten wieder zu seinem Ursprung, die direkte, unmittelbare, nichts auslassende Hinwendung zu Gott. Beim gefährlichen Beten geht es aber nicht um Inspiration, Hilfe oder Trost, was der vertraute Inhalt vieler Gebete ist, wie wir sie kennen. Weit entfernt davon, sich besser zu fühlen, wird die Seele, die gefährlich betet, vernichtet, aufgebraucht, aufgegessen und ausgespuckt. Das Ego, der denkende Geist, hat in diesem Spiel nicht mehr das letzte Wort. Gefährliches Beten handelt letztendlich davon, die höchsten Potenziale der menschlichen Seele zu feiern. Liebe, Dankbarkeit, Gemeinschaft, selbstloses Dienen, Verehrung und Anbetung. Diejenigen, die gefährlich beten, singen mit dem Dichter Goethe, der schrieb: »Das Lebendige will ich preisen, das nach Flammentod sich sehnt.« Gefährliches Beten ist etwas für Erwachsene, für Krieger, für Abenteurer, für leidenschaftlich Liebende. Und nicht für ungeduldige Kinder, die nur dann glücklich sind, wenn es nach ihrem Kopf geht,
die die Aufmerksamkeit der anderen beherrschen und ihre Eltern durch Manipulation zum Nachgeben zwingen. Gefährliches Beten ist die Einladung, dem Gebet in unserem Leben mehr Raum zu geben und unserem Wunsch nach persönlichem Komfort, nach Sicherheit, Befriedigung und Wohlstand in eine feurige und ehrfürchtige Verpflichtung dem Leben gegenüber umzuwandeln. Eine Verpflichtung zu Dienst und Hingabe. Eine Verpflichtung innerhalb dieses Mysteriums, den großen Prozess der göttlichen Evolution, wie mein Lehrer Lee Losewig sagen würde, zu lieben, zu verehren, zu wertschätzen und ihm zu gehorchen. Dies ist das Buch, das ich vor 30 Jahren gesucht habe und das ich heute brauche, wenn mein Tag mit einem klingelnden Telefon beginnt, anstatt damit, dass ich mir mein Ziel in Erinnerung rufe. Wenn ich einen Wunsch oder ein Gebet für dieses Buch habe, dann den, dass der Leser es niederlegen möge, weil er inspiriert wurde zu beten, anstatt zu lesen. Reines Gebet, reales Gebet, Gebet jenseits von Romantik und Sentimentalität, gefährliches und feuriges, schwieriges und schmerzliches Gebet, welches die Verbindung zwischen den Liebenden besiegelt und die Liebe lebendig hält. Darum geht es in diesem Buch. Wenn du dich für hochwertige spirituelle Literatur interessierst, dann findest du auf www.advaitamedia.com exklusive Perlen der Weisheitsliteratur, die dich auf deinem inneren Weg begleiten und ihn vertiefen können. Auch auf Facebook und YouTube veröffentlichen wir regelmäßig aktuelle Beiträge zu unseren Publikationen und Autoren. Der Advaita Media Verlag steht unter dem Dach der Ohm-Stiftung Innere Wissenschaft.